Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Henry Stickmin Collection. Wir befinden uns immer noch in unserer Episode Nummer 5, Completing the Mission. Ja, wir haben es schon ein paar Mal komplettiert, ja, unsere Mission. Aber wir haben ja noch zwei Wege ausstehen, beziehungsweise 2x4, wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert. Letztes Mal waren wir auf dem Weg des Rapidly Promoted Executives. Also da sind wir ziemlich schnell die Ränke aufgestiegen. Und dieses Mal, ja, was machen wir denn? Ich glaube, wir sind der Government Supported Private Investigator, also der regierungsunterstützte Privatdetektiv. Mit diesen Zielen und was machen wir denn? Ja, und gerettet wollen wir auch noch. Komm, das ist das Erste, was wir jetzt dann machen. Hey, General. Perfect timing, boys. Been waiting for you two to get here. Let me just get right to it. We've discovered that the remainders of the Top Hat Clan have been seen building some kind of rocket. They've been gathering their remaining members and supplies here in the jungle. If they're able to get this station into orbit, they'll be impossible for us to take down. Now, I know you don't owe us anything, Henry, but we could really use your help on this one. Help us out with this one and we'd be owing you a big old favor. Now, you and Charlie have worked well together in the past, so we figured you'd be the perfect men for this operation. Yeah, what do you say, Henry? You can count on us, General. Now, we're really putting all our potatoes in one sack on this one, so don't let us down, boys. 2 Stunden? Wir kommen dem Ganzen immer näher. We just started and all, but I think I'm getting targeted by a SAM turret. Yeah, oh yeah. If you could just go ahead and deal with that. Ja, Charles immer mit seinen Problemen. Wir könnten etwas zeichnen. Oh, da kenne ich eine gewisse Nintendo DS-Reihe. Die, ich weiß noch nicht, wie das Spiel. Stribble? Wie hieß das? Stribble-Ding, irgendwas. Nintendo DS war auf jeden Fall früher einmal in der Werbung bei gewissen Sendern was damit drin. Wir könnten es auch einfach nur treten. Wir könnten gucken, ob wir wo ein Panel finden, wo wir uns dran ausüben dürfen. Oder wir essen einen Cupcake. Komm, das wird doch garantiert die Lösung sein. Worth. War's wert? Naja, nicht ganz. Dann mal schauen, wie gut wir uns als Elektriker ausüben können. So, it kind of looks like the SAM turret's shooting all of its missiles, but that can't be right. I just wanted to make sure. Das war so ziemlich genau das Gegenteil, wie du hättest machen sollen. Ja, das glaube ich, aber zu meiner Verteidigung, Charles könnte doch einfach versuchen, den Dingern auszuweichen. Macht aber auch nicht. Komm, dann treten wir einfach mal das Ding. Oh. Ja, hab dich gerettet, Charles, aber das, ja. Es war klar, dass es das hier ist, also. Launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Oh, we really gotta get you in there. I should be able to get you in there with this. Ein Jetpod? Ja. Fast ein Checkpod, ne? Wir könnten einfach den Zirkusweg verwenden und einfach ein Trapez verwenden oder wir nehmen eine unsichtbare Brücke. Oh, Dark Souls lässt grüßen. Komm, sind doch sowieso gerade alle in Elden Ring Fieber. Yeah, go ahead and just make your way across then. Nee, er hat's nicht dahin gemacht. Mensch, du Idiot. Ja, nee, aber das war ja klar, aber wir sehen ja nicht die unsichtbare Brücken sind so etwas, die muss man nicht unbedingt haben.
haben wir es gerade gelernt. Komm, dann machen wir es mal den Zirkusweg. Alright, Enrique, go ahead and grab onto the thing, and then I'll helicopter you across. Vollkommen unauffällig. Oh man, it looks like every member of the Topak clan is on here. So, looking at a schematic here, if you get to the engine room, you can shut down the engine, and then the rocket won't be able to take off, and then they'll all be stuck in here. So, I'll cause a distraction while you make a run for it to the engine room, got it? TV-Broadcast, also nehmen wir einen Fernseher, Remote, Top-Hat, Fernbedient. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, also machen wir das. Alright, I know they have one of these aboard. I think I can remote hack into it. Look at me. I am the dancing robot. Oh yeah. Check me out. Keep looking over here. Do not get distracted by other things. What the fuck? Keep heading up those stairs and you'll hit that engine room in no time. I guess this rocket has an internal engine room. Probably like manages the electronics or something. I don't know. I'm not a rocket doctor. Anyways, do your thing, buddy. Ich habe keine Ahnung, wie das hier an Bord einer Rakete gekommen ist. Also, das da ist, glaube ich, so ziemlich das mieseste Ding, was man an einer Rakete oder, und auch noch als Raketen-Engine verwenden könnte. Aber ich glaube, ein roter Hering wird da schon gute Dienste verweisen. Seems like we're having some problems with the engine. Can we get the crew to look at that? Shouldn't we be helping with the engine? Nah, they're sending some from the storage. Nice. Right. Disabling that engine is definitely gonna buy you some extra time. Now, here's what I'm thinking. If you can get up to the cockpit, can gain control of the rocket, disable it, and lock everyone inside. Then I'll call in the reinforcements and we'll make these arrests easily. It's a pretty good plan, right? Ja, funktioniert zumindest mal ganz gut. Ein Painting Portal, das ist ein bisschen Harry Potter-like oder keine Ahnung. Bug-Juice, Käfersaft oder wir wechseln mit irgendjemandem. Das da kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Das da hat viele unbekannte Konsequenzen und das hier muss ich einfach ausprobieren. Ich glaube, das funktioniert nur für eine Stunde in Käferjahren. Oder in Insektenjahren. Naja, auf jeden Fall, ja. Schlecht für uns, dann machen wir es mal als Painting Portal. Let's go. Oh, das ist Super Mario. Nee, nicht Super Mario. Irgendein Mario-Teil ist das auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall ein paar mehr Pilze sammeln für diese extra Leben. Ist es Super Mario Sunshine, Super Mario 3D World? Ich habe das nur in meinen Videos gesehen zum Thema Speedrunning. Oh, und ein Gabe Gadget soll uns wieder retten. Fix the engine. Why, hold it right there. Wait a minute. I know you. You're the guy that arrested the airship division, and now you're here to bring down the rest of us. Henry, are you in trouble? If you're in trouble, say flank steak. No, wait. If you're in trouble, say nothing. Yeah, I still can't tell. Oh, actually, I can see it from here. Yeah, it looks pretty bad. Let alone a rocket. I got your back, buddy. Und sleep da trifft er wieder nur mich. Eine Hupe. Und okay, ich glaube, das soll eher eine Hupe sein, wie das Instrument. Oder wir nehmen den Infrarot-Sniper. Hupe. The old leaders left details for this plan, and I had to dig. Yeah. Das ist eine große Hupe. Okay, then, let's. You did it! Now you just gotta lock it up.
to call in the reinforcements. Sir, you might want to get us out of here. We got the government coming right now on our front door. Sir, hello? Please open the locks and let us get to our weapons. Henry! Nice work, man. Yeah, this is every last remaining member getting hauled off. Fine work indeed, boys. You two really do make a fine team. I'm promoting you both into special covert ops agents. What? Henry's not even enlisted. Well, he is now, unless he doesn't want it. You'll be running a lot more missions together with Charlie. Special covert ops, oh mein Gott. Ah. Ja. Könnte lustig werden, auch wenn ich dann das Gefühl habe, es kommt immer so ein bisschen auf das Quäntchen Glück an bei diesen Missionen. Ach ja, ich liebe übrigens auch diesen Abschließsound. Ich weiß gar nicht, wer den eigentlich ursprünglich mal entwickelt hat. Ach ja. Also Special Probat Operations haben wir damit freigeschalten. Dann schauen wir doch mal, was wir noch im Cockpit alles falsch machen können. Ja. Wir werden wahrscheinlich bei beiden getroffen. We got the sniper that spots out bad guys. So I'll just take him out from here. Don't worry, there's zero chance that I'll hit you with this. Uh-oh, I'm losing control. Oh boy, this is bad. This is really... Oh boy. Oh man, and I dropped my sniper rifle. Come on. I almost got control. Almost got it. Oh, there we go. No, I'm... Und der Typ monologt immer noch in front of us. Mein Gott, was war das für ein Deutsch? Das war nämlich überhaupt kein Deutsch. Der Typ ist auf jeden Fall immer noch am Monologen. Ist das ein deutsches Wort? Keine Ahnung. Er labert uns auf jeden Fall mal noch die ganze Zeit voll. Let's see you fire a gun, weil piloting ein Helikopter, das hat mich sowieso schon gewundert. Ein Helikopter fliegen und gleichzeitig eine Waffe abfeuern, funktioniert nur, wenn du das Ganze sowieso integriert hast in deine Systeme. Und ein Sleep Dart, könnte mich mir sogar noch vorstellen, breitet es einfach an der Scheibe ab. One sleepy boy coming right up. Plan, and I had to dig through mountains of paperwork to find it. And now of course... Was habe ich gesagt? Ich wusste es nicht. Sturdy Glass. Panzerglas. Schade. Hätte ja funktionieren können. Nee, hätte es nicht. Wir haben einfach einen Power-Off-Button. Na gut, dann versuchen wir den mal. Everyone knows off stands for offense. Ja, jeder weiß doch, off steht für Offensive. Oh, ja, klar. And that was only a level 2 engine. Oh, ist das Space Engineers? Ich bin mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall, ja, anstatt kaputt zu machen, ein paar Mal mit der Zange draufkloppen und wir verbessern es. Es könnte auch fast Evil Genius sein, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da nicht vorhanden ist. So, nächsten Phase bitte. Der Remote Top Hat war ja richtig, dann versuchen wir es nochmal mit der Subsonic Wave. Also einer... Subsonic ist ja Infraschallwelle. Alright, I'm about to fire a subsonic wave. Should stun everyone that hears it, so you might want to cover your ears. Alright, coast is clear. Muss es aus Versehen auf 11 gestellt haben. TV-Broadcast. Hey guys, come check this out. Someone's streaming TV out here. Getting upset, Jeremy. Was? Ist eine gute Show. Ja. Scheiße. Dann einen Fail haben wir hier noch und das ist der Chatbot. Okidoki, sending down that Chatbot. Hey, it's your Uber-Driver here, I'm outside.
Ja, ist ein Uber-Fahrer, ich bin draußen. Ja, genau. Ist das wahrscheinlich eher so was Amerikanisches, weil wirklich Uber gibt es ja bei uns in Deutschland immer noch nicht. Aber ja. Mal schauen. Also, die International Rescue Operative haben wir damit abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt mal zu Presumed Dead. Es ist wieder mal unsere famose Kneipe. The orbital station allows the Topic Clan to easily raid any place on Earth. Henry? Henry! I heard you died. Ah, man. The Topic Clan has been causing a bunch of problems for me lately. Yeah, ever since they got that orbital station set up, they've been super strong. Now that I think about it, you and I made a pretty good team in the past. I bet we could take him out. It's starting to get personal. Well, what do you say? You want to help me take him out for good? Awesome! Alright, follow me. I have a way we can get into space. Warum braucht man dann Henry Stickmin dafür? Secret government prototype. What do you think? There it is. Alright, how do you want me to bring you in? Oh, this is so exciting. It's just like last time. Charles, don't get too excited. An Bord beamen, dann hätten wir das Ganze auch von vor der Erde aus machen können. Eine Luftkanone oder so eine Luftblase, einfach einen Trashball, also einen Abfall, irgendwas dahin werfen oder einfach Drop-off. Ja, komm, wir machen einfach mal Drop-off. Alright, I'll just swing by, I guess, and drop you up. Hey, Chief. We're detecting a government ship approaching. Okay, so blow them up already. The dude straight up drove into lasers. Einer von 5 Sternen. Ja, geht besser. Dann nutzen wir mal die Air Cannon. It sounds weird, but this air bubble's gonna keep you breathing till you get to the side wings, alright? It's also really sturdy, so you don't have to worry about it popping on you. Unfortunately, it doesn't move very fast. Still working that one out. Yeah, don't worry, I'll keep you company till you get there. Shouldn't be a problem. What kind of movies do you like? You used up all the air already, you gluten. Oh mein Gott, ja, du hast schon alle deine Luft verbraucht, oh wirklich. Naja, dann muss man mal den Abfallball. See? I told you it was a good idea. The top bats have no clue you're there now. I'm gonna stick back here though, so they don't detect me. I should still be able to help you get inside from here though. Uh-huh. Ah, komm, wir haben einmal auf Charles vertraut, wir versuchen es nochmal. You know what? No. This calls for some bold action. I'm the bold action man. Warning. Critical damage to core. Please evacuate immediately. I've always wanted to do that. Warning. Anyways, I should probably find a way off the station before it explodes. Looks like the door is jammed. This is the only way through. Gut, irgendwann musste ja diese Charles-Taktik mal funktionieren. Hätte nur nicht gedacht, dass es jetzt funktioniert. Und das waren auch wieder so ein paar schöne Among Us-Sounds. Ach, ist das nicht herrlich. Und wenn wir schon beim Thema Among Us sind, dann nutzen wir es auch den Vent. I bet this vent leads somewhere on the other side. Oh boy, we're running out of time. Gut, da sind Leute drin, die ist kaputt und die ist Luxury. Ja, was werden wir wohl nehmen? Die Luxuskabine. Got room for two more? Dude, rude. Gemein. Und ich glaube, das ist Ellie? Nein.
Dann die hier. Reverse thruster engaged. Why do they even have that lever? Warum gibt es überhaupt diesen Hebel? Gute Frage, aber es heißt, wir müssen jetzt die kaputte nehmen. Well, that was intense. Can't wait to go home. Don't worry about it. I'll find another way. Henry? You there? Man, that roughed me up. Got him, though. Gotta be another escape pod around here somewhere. We did it, though. We got him. It was a pretty good plan. Could say it was the greatest... Charles! General, the Topcat station's been destroyed. Excellent news. What's wrong? RIP, rest in peace, Charles. Valiant hero. Alter, das zieht einen schon richtig runter, dieses Ende. Huiuiui. Charles hat sich für uns geopfert. Mensch, dieser Zweig ist auf jeden Fall mal Charles als Leading Man. Uff. Und da das das letzte Ende... bei diesem Zweig stirbt immer Charles. Uff. Nicht geil. Dann versuchen wir es halt mal zu hacken. Ich denke, ich kann dieses Panel hacken, um die Tür zu öffnen. Yeah, I have no idea what I'm doing. Bruh. Und schon wieder ist das Karma da. Das habe ich dich einmal gelobt, ne? 1, 2, 3. Are you lifting with your back? Tust du mit deinem Rücken? Man soll ja aus den Knien lupfen. Oh Mann. Okay, Charles, hat funktioniert. Dann nehmen wir mal einen Laser-Accurate-Laser-Shot. Super-Accurate-Laser-Shot, sorry. But I'm gonna fire a super-accurate laser-shot right next to you. It'll make a hole you can climb through and get inside, you know? We're under attack. Maximize the shields. Oh, shields up. Ja, shields up. Star Trek lässt grüßen. Fahrt die Schilde hoch. Hey, you feel that button there on your helmet? Go ahead and press that. It's a knife that's so hot, it can cut through any material. You dropped it, didn't you? Butterfingers? Weiß gar nicht, ob wir das hätten irgendwie kriegen können, ohne Witz. Und dann haben wir es hier noch. Beam aboard. Okay, I'll just beam you right aboard. Should be a piece of cake. Welcome aboard, now get out. Ja, willkommen an Bord, nun verschwinde. Oh Mann. Gut, das heißt, diesen Zweig müssten wir dann eigentlich auch abgeschlossen haben. Sehr gut, das heißt, wir gehen wieder ins Menü. Und hoffentlich haben wir jetzt gleich einen, der nicht ganz so depressing ist. Also, das war jetzt... Presumed Dead. Das musste ich gerade selber kurz mal überlegen. Dann machen wir jetzt den Ghost... Inmate und wir haben ja Ellie zurückgelassen. Bin mal gespannt, ob wir wieder auf sie treffen werden. Message to all recent players. I'm hosting a test for most recent message. This is a Code 12 broadcast. The remnants of the Top Hat Clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo jungle. Rumors are they are attempting to launch an orbital satellite of some kind. Unconfirmed reports are telling us they are shipping their assets by train to this base in the jungle. These assets include all treasures and artifacts they have stolen throughout the years. Now these treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure...
Ein Tag bis zum Start und ich finde es so geil, dass es ein Government-Ding war from Charles. This is Checkpoint Inspection Team 5. We are all clear. Roger that. We'll be heading out here in just a second. Ach, machen wir wieder Metal Gear Solid Varianten. Nehmen wir einfach eine Prop oder nehmen wir Magic Hat. Na komm, magischer Hut bitte. Alright, I'll get the door. Das hat erstaunlicherweise funktioniert. You were standing right Someone next there? To me. Hey, you there! Mannequin einfach hinsetzen oder benutzen das Fenster. Komm, wir nutzen das Fenster. Funktioniert im Bond-Film ja auch immer. Dann kommt es nur irgendwann ein Tunnel. Nochmal ein Fenster. The window of opportunity has passed. Kann man das ins Deutsche übersetzen? Das, ich glaube nicht. Aber diese Gelegenheit ist vorüber. Das Handlungsfenster hat sich geschlossen. Rollercoaster-Anspielung. Oh, eins der geilsten Spiele aller Zeiten. Rollercoaster Tycoon. Oh, hübsch. Ja, das haben einige, glaube ich, von uns gemacht. Ich jetzt weniger. Aber einfach nur die Besucher genommen und einfach in den See fallen lassen bei Rollercoaster Tycoon 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Karte hieß. Lake irgendwas, Loches oder so. Oder einfach auch bei anderen Dingen, weil in anderen Teilen der Reihe, weil die Besucher konnten ja nie schwimmen. This is really gonna affect your rating. Ja, und immer dann, wenn Besucher ertrunken sind, dann ging auch die Parkbewertung runter. Welch Wunder. Okay, jetzt machen wir einfach einen auf Photoshop. Alright, hat funktioniert. Train's here. Let's get everything packed up before it gets too late. Fill with beer once airborne. Oh Mann. Oh Gott, wir haben wieder so ein Gadget-Gay. Oh Gott, das sind alles Gadget-Gabe-Dinger. Gabe-Gadgets. Infinity hoch 3. Store anything in this cube. It's got virtual limitless storage thanks to creative use of pocket dimensions. Also man kann hier alles drin speichern. Leaf-Möde ist... Es wird alles wird zu Blättern und dann haben wir noch ein Suckpack. Also im Endeffekt ein Staubsauger. Das war's? Okay, everyone, today's the day. Why is it empty in here? Cleaned them out. Oh Gott, Hauptsache goldene AKs und goldene Pistolen und was Gott sonst noch alles. Ja, und ein Minecraft-Helm. Diamantenhelm, sehe ich gerade. Ja, wenn ihr rechts neben Henry Stickmin guckt. Oh. Und die goldene Toilette darf natürlich auch nicht fehlen. Das war vergleichsweise ein kurzes Ding. Habe ich zumindest so im Gefühl. Dann spulen wir nochmal ein bisschen zurück. Also Sackpack war ja dann wohl richtig. Was macht denn der Infini hoch 3? Oh, da war noch die Borealis drin. This is why you don't buy things used. Ja, deswegen kauft man Dinge nicht gebraucht. Aber schön auch, dass das Ding voll sein kann. Machen wir es noch Leaf Mode. Ups. Uh-oh.
Picking them all up at once, good thinking. Ja, alles gleichzeitig aufheben, gute Idee. Ja, hat ja super gut funktioniert, wie wir gerade gesehen haben. Last stop, brick wall, all aboard. Ah, letzter Stopp, Mörtelwand? Brickwall? Ziegelmauer. Ziegelmauer, mein Gott. Macht ihr es mal besser, wenn ihr Dinge gleichzeitig übersetzen müsst und denken. Okay, Window hat ja funktioniert, dann machen wir jetzt mal einen auf Mannequin. Whoa, check out this crazy coat rack. Oh, look at me, I'm a little hat holder person. Ooh, can I take your hat? Ooh, I wonder what's out the window. Oh, I'm broke. Press F to pay respects. Oh, Call of Duty und Internet Humor. Oh, oh. Und setzen wir uns einfach mit dazu. Excuse me. I was saving that seat for my friend. Hello? Hello? Oh, hey, there you are. Yeah, no, this guy just took your seat. I don't know. Stowaways on my train? It's more likely than you think. Blinde Passagiere auf meinen Zug? Oh mein Gott. Ich glaube, das war jetzt gerade Assassin's Creed. Dass du kannst dich dann irgendwo hinsetzen und es könnte auch Hitman sein. Ich glaube, es ist eher Assassin's Creed, dass du dich irgendwo hinsetzt und dann auf einmal nicht mehr für Feinde auffindbar bist. Dann gucken wir erstmal hier, was passiert, wenn wir auf Metal Gear Solid machen. Well, I suppose we should hop in. Huh? How did we lose one? I think we should throw it in the cart, just to be safe. Nah. Unterschätze niemals Faulheit. Ja, das auf jeden Fall. Well, I suppose we should hop in. It's about time. Hey, was that bush always there? Oh, I'm not sure. I'll give it the test. Oh, it was a fake. Well, fire is the best way to test for fake props. Ja, das auf jeden Fall. Ach ja, Feuer ist immer das Beste, um für falsche Props, für falsche Gegenstände zu... Keine Ahnung, wie man das besser übersetzen soll. Ich glaube, das waren jetzt aber alle Unique Fails für diesen Weg. Bedeutet, die haben jetzt noch eine Variante für diesen Weg in dieser Folge und das ist der Weg mit Ellie. You sure this is where he's gonna pick us up? Ah, there he is. You said you did some work with him in the past or something? If you trust him, then so do I. Hey, Henry! Nice to see you again. Who's your friend? I'm Ellie. Well, nice to meet you. Any friend of Henry's is a friend of mine. So, I was able to swing by and pick you guys up, but, well, you remember the captain. Yeah, he had to sanction this pickup. In return, we're gonna need your assistance again. The top hats. Again. I hope that's all right. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so what's left of the Top Hat clan is set up some sort of secret base out in the jungle. Seems like they're planning on launching some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we gotta make sure that they don't do that. I talked to the general and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so he trusts that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Why did you say it like that? Alright, we're there. I don't think I can get any closer without getting shot down. No worries. We can get there from here. Where are we dropping, boys? Ja, direkt dorthin in den Tower, in das ominöse Gebäude oder die Kontrollstation. Ich würde vorschlagen,
Was für eine grandiose Landung. Ja, genau. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Dann versuchen wir es mal mit der Regenschirmtaktik. We got some delinquents on the window of the control tower. I'll take care of it. Yeah, I was just about to close up. Ja, yeah, outplayed. Jetzt muss ich gerade überlegen, aber mit diesen Regenschirmen, es gab früher irgend so ein altes Java-Handy-Game, was ich bei mir und bei meinem Vater immer auf dem Handy drauf gespielt hat, weil es bei mir nicht lief. Und das war so, wie so, wo du so Tower aufeinander, so Dinger aufeinander stapeln musstest. Und dann sind da immer diese Männchen, die das dann bewohnt haben, sind auch so mit so Schirmen reingeflogen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel heißt. Ich hoffe, ihr wisst, welches Spiel ich meine, oder die ein oder andere fühlt sich vielleicht angesprochen. Ich meine, das ist schon die Generation vor Smartphone. Irgendwie Tower Blocks? Irgendwie sowas? Kann es sein, dass es so hieß? Ja, müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, das könnten auch diese Regenschirme da gewesen sein. Dann versuchen wir es halt mal mit den klassischen Fallschirmen. Natürlich keine Waffen. Aber dafür Zigaretten und, ja, Joints. Das heißt, die Jetpack-Variante ist dann die richtige. That was weirdly smooth. So, what's the plan? The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Uh-oh. Sounds like they're about to take off. You guys should get over there right away. I'll be down to help as soon as I can. Den Spruch habe ich heute auch schon mal gehört. Wir könnten swappen. Pokémon Move. Wir könnten Fass verwenden. Das ist dann, glaube ich, Donkey Kong. Oder wir machen natürlich den Minecraft Way. Wir machen den Minecraft Way. Auch sogar mit Minecraft Musik. War aber weiter weg als gedacht. You died. Ja. Du bist gestorben. Schön. Minecraft, danke. Dann nehmen wir mal Donkey Kong. Right here, combo time. Cannon! Funny story. This cannon was actually built to fire humans. It's kind of weird. Hold on to your butt. Got a little bit of a situation. Direkt in die Cafeteria. Was gleich ein bisschen schlecht. Downgrader ist. Oh je, das klingt gefährlich. Yo, yo. Einfach für eine Ablenkung sorgen. Oder wir machen eine Fusion. Komm, wir machen Fusion. Challenge me. I'll take care of this. You think just because you fused, you're a match for me? Don't make me laugh. Enough waiting around. Normalerweise geht das nochmal um ganze 3 Stunden. Ist das Digimon? Gab es nicht auch irgendwie sowas, wo die sich miteinander vereint haben? Ich habe so lange kein Digimon mehr geguckt. Oh mein Gott. Ich werde wahrscheinlich in den Kommentaren zerrissen. Dann versuchen wir das Ganze nochmal und dann verwenden wir es mal den Downgrader. Oh. YouTube 2009 Stil. Ich glaube, da ist dann das Budget ausgelaufen. Downgrader. Es könnte auch ein bisschen frühere Version von einem Storyboard sein oder sowas. Ey, Quatsch. Nicht Map. Retry. Yo. Dann kommt jetzt die ultimative Ablenkung.
situation sorted. Gut, dass im Hintergrund gerade auch die Pringles-Leute waren. Guys, the rocket's launching. We gotta do something before they get into orbit. We need to come up with a plan, quick. Ellie's plan. Alright guys, listen up, I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles, we'll need you to wait outside the auxiliary exhaust by the forward left booster. We'll only have about 20 seconds to get out before it blows. Alright, I'll be ready. Now hurry. Where is he? Alright, I'm in position. I don't see you guys, though. Oh, forward left, your left or mine. Ja, dein links oder meins. Gibt einen einfachen Weg, das wurde mir beigebracht. Du gehst, wenn du sowas beschreibst, gehst du immer von der Gegnerperspektive aus. Also quasi nicht von deiner Perspektive, sondern immer aus der Perspektive deines Gegenübers. Weiß nicht, ob das die allgemeine Regel ist oder ob sich das, aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, wie man sich daran immer halten kann. Dann nehmen wir mal Henrys Plan. Sounds like Henry's got a plan. So, Yeah. That's a great idea. Alright, you guys do your thing. I'll be ready. What? Who's that? Did you set the autopilot? Alright then, let's bail. The fuck? Ah, what a move. Can't believe we did it. Where'd you end up sending the rocket anyway? Hab ich's mir doch gedacht. That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you got any more jobs to do together. Right, Henry? Triple Threat. Ja, jetzt haben wir auch noch die WWE involviert oder so ähnlich. Jo, geil. Ja, dieses Mal haben wir nicht ganz so viele Fails, die ich verpasst habe. Also gibt es nur noch Charles' Plan und ich habe das Gefühl, es involviert einen Helikopter. Okay, guys, I have the most awesome plan. I'm gonna crash head first into the cafeteria window. What do you mean? Like, you're gonna jump out and smash it with your head? No, with my helicopter. What do you guys think? I'm ready to... Hold on, I don't really understand. What's not to understand? It's simple. I fly the helicopter into the window. But how does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? I guess I'm outvoted then. I think it's a little bit out of range now. Es wäre so großartig geworden, Charles. Ja, aber was ist dem sein Problem mit seinen in Dinge reinfliegen? Also wirklich. Right here, combo time. He came out of nowhere. I came out of nowhere. Er kam aus dem Nichts. Ja, dann versuchen wir das nochmal. Jetzt. That's a net loss for you too. Oh Gott, das ist eigentlich ein Nettoverlust für euch beide, aber das kann man halt nicht so gut schön übersetzen. Das ist ein schöner Wordpen. Was du musst nochmal. I gotcha. High five, Bro. Ja, das ist immer das Wichtigste. Dann gehen wir nochmal auf die Map und die letzten beiden Fails für diesen Durchgang. Also Bildhammer, Barrelhammer und dann haben wir noch Swap. Throw, climb down and run. Oder nochmal Swap. Oh Gott. Dann machen wir mal climb down and run. Choice. I can respect that. Only 20 more minutes until you're almost halfway there. Noch 20 Minuten und ihr seid schon fast auf der Hälfte. Alter, ist das ein langer Weg. Dann swappen wir nochmal. Und dann machen wir noch einen Throw.
So long, Henry. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte im Vergleich zu dem letzten Fail. Und damit sind wir diesen Storyzweig durch. Und nächstes Mal geht's dann auf die Zielgerade mit dem Relentless Bounty Hunter. Bis dorthin. Tschüss.